Ah, die Kamera folgt mir immer noch. Richtig cool. Lässig wird da geschrieben online. Wie cool. Jawohl. Gut. Okay, scheint zu funktionieren. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit der Sektglasaufgabe. Oder fangen wir damit an, besprechen wir die mal gemeinsam, besprechen die Pyramidenaufgabe gemeinsam. Dann habe ich noch eine weitere Aufgabe für euch, wo ihr das alles nochmal anwenden könnt. So, komm mal mit Kamera hier rüber, ne? Also, die Aufgabe war die folgende. Ihr habt so einen Sektkelch und eine Schwierigkeit war, dass manche vielleicht nicht wussten, wie so ein Sektkelch aussieht. So sieht ein Sektkelch aus, okay? Es muss natürlich bei dem Sektkelch stehen bleiben. Okay, so sieht ein Sektkelch aus. Okay, und jetzt könnt ihr, jetzt seid ihr auf einer Party eingeladen, ne? Und der Sektkelch wird, wenn ihr reinkommt, kriegt ihr so einen Sektkelch. Und der wird immer komplett voll gefüllt. Und jetzt sagt ihr aber demjenigen, der den einfüllt, pass mal auf, ich muss Auto fahren noch. Ich will nicht so viel Alkohol trinken. Gib mir mal halb so viel Sekt. Gib mir mal halb so viel Sekt. Und dann schenkt der, ist kein Mathematiker, ne? Schenkt der bis zur halben Höhe Sekt ein. Frage an euch. Bekommt ihr jetzt halb so viel Sekt wie die anderen oder wie viel Sekt bekommt ihr? Ja? Man bekommt weniger als halb so viel Sekt, weil das Glas ja unten schmäler ist. Also das Volumen von der unteren Hälfte ist wesentlich geringer als das Volumen von der oberen Hälfte. Stopp, ich wiederhole es nochmal laut, genau. Also richtig, man bekommt natürlich weniger als die Hälfte, weil das Volumen der unteren Hälfte im Glas kleiner ist als das Volumen in der oberen Hälfte. Ne? Hälfte kann man eigentlich sagen, unteren Teil und oberen Teil. Also hier ist natürlich viel weniger Sekt drin als in dem oberen Teil. Ne, wenn ihr das Sektglas rumdrehen könntet und dann zur Hälfte eingießt, hättet ihr viel mehr Sekt. So. Okay, was machen wir also? Also wie viel bekommt man denn jetzt, wenn man bis zur Hälfte eingießt? Was ist denn so die Intuition, die Menschen als erstes äußern, wenn man sie fragt, wie viel ist es dann? Was glaubt ihr? Was würde man sagen? Nicht die Hälfte, sondern ein Drittel, genau. Manche sagen ein Viertel. Wie viel ist es tatsächlich? Ein Achtel, genau. Hier ist ein Achtel des Volumens gefüllt mit Sekt. Nur ein Achtel, obwohl ich bis zur Hälfte gefüllt habe. Das verblüfft erstmal, ne? Aber das können wir uns ja gemeinsam überlegen vor dem Hintergrund, wie es sich bei ähnlichen Körpern verhält mit dem Flächeninhalt und dem Volumeninhalt. Haben wir denn hier ähnliche Körper? Das ist die erste Frage, die man stellen muss. Bevor ich mit K Quadrat und K hoch 3 und so weiter anfangen kann, muss ich erstmal überlegen, habe ich ähnliche Körper? Was ist ein ähnlicher Körper? Was sind ähnliche Körper? Was bedeutet Ähnlichkeit? Ja? Ja, brauchen eine Figur, die in alle Richtungen gleichermaßen gestreckt oder gestaucht wird. Wie als würde man einen Luftballon aufpumpen mit so einer Luftpumpe oder so, ne? Oder einfach halt reinblasen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der Luftballon wird halt größer und kleiner gemacht. In alle Richtungen wird in die gleiche Richtung gestaucht oder gestreckt. Wo haben wir denn hier ähnliche Körper? Ja. Okay, genau. Also wir haben hier zwei ähnliche Körper, der gefüllte Teil und das gesamte Glas. Das sind zwei ähnliche Kegel. Wenn ich den kleinen Kegel aufblase in alle möglichen Richtungen auf die gleiche Weise, dann wird er irgendwann deckungsgleich werden mit dem großen Kegel. Das heißt, alle Längen werden um den gleichen Faktor gestreckt. Das möchte ich jetzt erst nochmal genau wissen. Also ist das tatsächlich so? Die Gesamthöhe ist ja, nehmen wir H1,
H2 ist gleich 2 mal H1. Ja? Also, wir haben ja gesagt, wir füllen bis zur Hälfte ein. Das heißt, das hier ist die Gesamthöhe, die ist doppelt so groß wie die Höhe des Eingefüllten. Ist es dann auch so, dass dann auch, das ist der Radius 1 und das ist der Radius 2, dass der Radius 1 zweimal der Radius 1 ist? Also, ist es, verhalten sich die Radien im gleichen, im gleichen Streckfaktor? Hat jemand dafür eine Begründung? Nur dann wäre es ähnlich, ne? Nur dann wären sie ähnlich. Wenn alle Längen um den gleichen Faktor gestreckt werden. Man muss sich also überlegen, wenn ich bis zur Hälfte eingieße, also die Höhe ist ein halb, oder hier andersrum, ne, die Gesamthöhe ist doppelt so groß, ist dann auch der Gesamtradius doppelt so groß. Ist das so? Hm? Großartig, das ist so und das kann man mit dem Strahlensatz begründen. Mit einem der Strahlensätze, es gibt zwei, ja, es gibt zwei. Ich zähle zu dem, es gibt ja nur zwei Sorten von, es gibt nur drei Sorten von Mathematikern, wisst ihr, ne? Drei Sorten von Mathematikern, die die zählen können und die die nicht zählen können. Okay, das war kein guter Witz. Habt ihr überhaupt nicht kapiert, oder? Okay, na gut. Ja, mache keine Witze über Mathematiker. Okay, Strahlensatz. Ich schneide mal in der Mitte vom Kegel durch. Ich schneide mal in der Mitte vom Kegel durch und schaue so platt von der Seite drauf. Dann sieht das Ganze ja so aus. Von der Seite drauf geschaut, bis hierhin ist gefüllt. Bezeichne ich die Strecke hier mal mit A und die mit B und diese kleine hier mit C und die mit D. Ja? So. Weiß jemand, was der Strahlensatz besagt? Versuch es mal zu formulieren, ja? Also, wenn, jetzt haben wir hier ja A, B, C und D eingetragen. Mhm. Und ich glaube, damit ist gemeint, wenn man A durch C teilt, kommt es dann auch B bei B durch D. Ja, okay. Stimmt. Ich würde es nochmal anders formulieren, das Verhältnis. A durch B ist das gleiche wie, also wenn ich die kleine durch die große Strecke teile, das gleiche wie C durch D. Genau. Das gleiche wie diese Strecke durch diese Strecke. Oder die Länge dieser Strecke durch die Länge dieser Strecke. Ne? Ja, also. Und jetzt können wir natürlich schauen, wie ist das denn hier? Das A ist die kleine Höhe durch die große Höhe ist gleich der kleine Radius durch den großen Radius. Was nichts anderes bedeutet, die Strecken stehen im selben Verhältnis. Jetzt können wir es natürlich vielleicht nochmal einsetzen. Also H2, die große Höhe ist ja 2 mal die kleine. Also H1 durch 2H1 ist gleich R1 und auch. Jetzt wissen wir nicht, was ist R2, was ist der große Radius. Ne? Wir wollen ja nicht wissen, ist R2 wirklich 2 mal R1? Jetzt kommt, ja? Nochmal? Ist vielleicht einfacher, wenn man einen großen anfängt und dann den zweiten halbiert. Man kann so oder so hinschreiben. Jetzt haben wir mal so angefangen und ja, was machen wir jetzt hier? Was können wir machen? Wer sieht's? Na, vielleicht könnte ich mal Licht anmachen hier vorne. Ja? H1 kann man kürzen, genau. Hm? Ja. Ja, R1 ist gleich ein halb mal R2.
Also ich kann jetzt hier mal R2 bei beiden Seiten machen. Und das ist ja nichts anderes als R2 ist gleich 2 mal R1. Und auf beiden Seiten mit 2 multiplizieren. Okay. Ich muss jetzt immer darauf achten, dass ich so stehe, dass man auch im Stream die Tafel sieht. Den entsprechenden Teil. Das ist ein bisschen umständlich. Okay. Sehr gut. Wann darf man den Strahlensatz anwenden? Was ist die Voraussetzung? Sehr gut. Die Voraussetzung ist, ich habe zwei Halbgeraden, die von einem Punkt aus loslaufen, oder zwei Strahlen. Und die Voraussetzung ist, sie werden von zwei parallelen Geraden geschnitten. Und diese beiden Geraden sind ja offensichtlich parallel. Ne? Also der Rand von dem Glas und die Oberfläche von dem eingefüllten Sekt, die sind ja parallel. Das ist ja nicht, der Sekt ist ja nicht schief in dem Glas oder so, der Rand ist nicht schief. So, also wenn das gegeben ist, darf ich den Strahlensatz anwenden, dann weiß ich, okay, tatsächlich diese Radien verhalten sich auch im gleichen Verhältnis. Ich wollte es jetzt mit euch nochmal im Detail durchdeklinieren, um zu schauen, warum sind die beiden Körper denn ähnlich? In der Prüfung müsstet ihr das jetzt an der Stelle nicht machen, ihr müsstet einfach nur sagen, diese beiden Körper sind ähnlich, das würde ich euch dann glauben an der Stelle, okay? Und jetzt geht es um die eigentliche Überlegung. Also, wir haben jetzt rausgekriegt, der kleine Kegel und der große Kegel, die sind ähnlich zueinander. Was bedeutet das jetzt für das Volumen? Wenn zwei Körper ähnlich sind und der Streckfaktor der Längen ist 2, was bedeutet das für das Volumen? Wie stehen die beiden Volumina im Verhältnis zueinander? Du willst die Volumen voneinander abziehen? Ja, könnte man machen, da weiß man sozusagen, was die Differenz der Volumen ist. Ich will aber nicht die Differenz haben. Ich will wissen, wie groß ist das Verhältnis des kleinen zum großen Volumen oder des großen zum kleinen Volumen. Dadurch muss ich durcheinander dividieren, nicht voneinander abziehen. Ne? Wenn ich das Verhältnis haben will, muss ich dividieren. Mhm. Ja, genau, k hoch 3. Das waren die Überlegungen von Aufgabe 1 und 2. Die ganzen Überlegungen mit dem Pinguin und so weiter. Wenn ich zwei ähnliche Körper habe und die Längen stehen im Verhältnis k zueinander, dann stehen die Volumina im Verhältnis k hoch 3 zueinander. Und das ist in diesem Fall 2 hoch 3 gleich 8. Bei dem kleinen Sekt. Also der große Radius durch den kleinen Radius ist 2. Der große Radius ist 2 mal so lang wie der kleine Radius. Also ist das große Volumen 8 mal so groß wie das kleine Volumen. Fertig. Das ist alles. Ja, gestikulieren und Autozoom verträgt sich nicht, habe ich auch gerade gemerkt, ja. Oh, ich muss den Oberkörper hier einstellen, der muss auf den Oberkörper folgen, das ist entscheidend. Okay. Ja. Genau, das wissen wir noch nicht, das gucken wir uns gleich an. Bis zu welcher Höhe muss ich denn einschenken, damit ich halb so viel Sekt habe insgesamt, ne? Vielleicht bleiben wir aber noch mal ganz kurz hier. Also, wenn ihr das mal zurückstellt, das war die Überlegung, die beiden Körper sind ähnlich. Ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe zwei ähnliche Körper gefunden, dann muss ich einfach nur solche Überlegungen anstellen, um die Aufgabe zu lösen. Mehr nicht. Ich habe an keiner Stelle die Volumenformel für den Kegel gebraucht. Nirgendwo. Und am einfachsten finde ich immer, wenn man sich so eine kleine Tabelle macht bei diesen Aufgaben. Ich weiß, die Länge wächst, also ich habe die Länge, Fläche und Volumen. Wenn die Länge um den Faktor k wächst, bei ähnlichen Körpern, um welchen Faktor wächst die Oberfläche oder der Flächeninhalt?
k Quadrat. Und Volumen haben wir schon gehabt, k hoch 3. So, das kann man sich erstmal hinschreiben, so grundsätzlich, ja, damit man den Überblick behält. Und wenn ich jetzt weiß, der Längenfaktor ist 2, oder vielleicht können wir auch hier mal sagen 1,5. Ne? Wir haben bis zur Hälfte der Höhe eingeschenkt. Wir haben bis zur Hälfte der Höhe eingeschenkt. Wie viel Volumen ist gefüllt im Verhältnis zum großen Volumen? Was muss ich jetzt hier hinschreiben? Ein Achtel, 1,5 hoch 3. Ja? Genau, das war die Lösung, die du vorhin gesagt hattest. Ja? 1/8. Ich habe das Problem, die Kamera verfolgt mich. Das heißt, ich stehe direkt vor dem Tafelanschrieb, den ich eigentlich zeigen will. Ich muss irgendwie echt mich immer gut positionieren, dass man das sieht. Das erfordert ein bisschen Übung. Ich hoffe, niemand wird schlecht draußen vor dem Bildschirm. Ne? Okay. Ja, bis zu welchen Höhe muss ich denn jetzt einschenken, damit ich halb so viele Sekt habe? Welches Verhältnis wollen wir erreichen? Was muss ich in die Tabelle schreiben? Wir wollen halb so viel Sekt haben. Ja? K hoch 3 ist gleich 1/2. Genau, ich schreibe es mal neben dran. K hoch 3 ist gleich 1/2. Mhm. Genau, wir wollen K haben und das ist die dritte Wurzel von 1/2. Also hier steht die dritte Wurzel von 1/2. Was ist es ungefähr? Hat jemand ausgerechnet? Circa 0,79 circa. Ja? Ungefähr 4/5, sehr schön, noch geschickt gerundet, irgendwie sinnvoll gerundet. 80% der Höhe, ne? Was ganz schön krass ist. Also ihr müsst 4/5 Höhe einfüllen, damit ihr die Hälfte des Sektes bekommt. Das bedeutet, in dem oberen 1/5 des Glases, von der Höhe her gesehen, ist die Hälfte, die andere Hälfte vom, des Sektes. Ja? Das verteilt sich ganz schön ungleich ein bisschen im Glas. Wenn ihr also auf eine Party geht, und da steht jemand Sekt einfüllt. Und der hat es falsch gemacht. Und er füllt bis zur Hälfte der Höhe ein. Müsste sagen, nee, füll mir bitte mal bis zur dritten Wurzel aus 2 der Höhe ein. Ihr merkt schon, das ist der Grund, warum MathematikerInnen auf Partys immer alleine in der Ecke stehen. Sich keiner mit ihnen unterhalten will. Ja? Aber ist dann auch egal, ihr habt so viel Sekt gekriegt, wie ihr wollt. Ihr könnt also ganz glücklich in der Ecke stehen. Und euch selbst loben, dass ihr diese Aufgabe lösen konntet. Okay, gibt es noch Fragen zu dieser Aufgabe? Na, wenn ich jetzt nach vorne gehe, sieht man natürlich noch mehr von der Tafel. Mhm. Was sagen denn alle da draußen? Bis jetzt fand ich die Positionierung sehr gut. Okay, sehr schön. So, gibt es noch Fragen zu der Aufgabe?